Hey Leute, willkommen bei Let's Cook. Ich bin Julian und ich zeige euch heute was richtig Exotisches. Und zwar gebackene Avocado mit Papaya in einem Wrap. Hört sich schon wirklich lecker an. Ich bin gespannt. Ich habe das Rezept selbst erst vor wenigen Tagen im Internet gefunden und noch gar nicht ausprobiert. Normalerweise teste ich ja immer die Rezepte, die ich nicht kenne, erst vorher, um zu schauen, ob sie denn gut genug sind, um ein Video darüber zu machen. Oder ich kenne sie natürlich, weil ich sie selbst schon 10, 20 Mal gekocht habe. Bei dem Rezept ist es aber ganz anders. Wie gesagt, ich bin super, super neugierig, wie es schmeckt. Ich benutze dafür heute zwei Tortilla-Wraps, eine halbe Papaya, eine halbe Limette, etwas Milch, eine Avocado, etwas frischen Koriander, Sesam, der ist schwarz, aber ihr könnt natürlich auch normal nehmen, Semmelbrösel und Creme Fraiche. Ihr könnt das Rezept auch vegan machen, indem ihr einfach die Milch gegen Sojamilch und die Creme Fraiche gegen Sojajoghurt austauscht und schon ist das Ganze vegan. Ich werde heute nur zwei Wraps machen, um es erstmal auszuprobieren und mich langsam ranzutesten an dieses Rezept. Ihr könnt aber natürlich auch direkt mehr machen und zum Beispiel vier Wraps machen und dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr die Papaya und die Limette direkt verbraucht. Ich werde jetzt schon mal den Ofen auf 170 Grad vorheizen, denn da kommt gleich die Avocado rein und wird gebacken. Das ist eine ziemlich interessante Sache, aber damit es gut wird, sollten wir die Avocado vorher panieren. Und das machen wir mit der Milch und den Semmelbröseln. Super Trick bei der Avocado, einmal in den Kern hauen, drehen und schon ist der Kern raus. Die Milch stellen wir hier hin und die Semmelbrösel, die verteile ich einfach auf dem Brett. Ein Backblech solltet ihr auch schon mal mit Backpapier vorbereitet haben, damit ihr dort die Avocado direkt drauflegen könnt. Jetzt geht es aber erstmal ans Panieren von der Avocado und dafür nehme ich ein Avocado-Stück, tunke es einmal in Milch ein von beiden Seiten und rolle es dann einmal durch die Semmelbrösel und dann kommt es aufs Backblech. Und dann kommt die Avocado für 15 Minuten bei 170 Grad in den Backofen. Behaltet sie mal im Auge, dass sie auch nicht verbrennt, aber 15 Minuten sollten ausreichen. Und wir können diese 15 Minuten schon mal nutzen, die restlichen Sachen vorzubereiten. Die Kerne bei der Papaya kann man ganz einfach mit einem Löffel rauslösen. Anschließend werde ich die Papaya schälen. Erinnert von der Optik so ein bisschen an die Mango. Auch vom Geschmack finde ich, ist gar nicht so weit entfernt. Schön süß und ja, tropisch irgendwie. Vielleicht kann man das Essen auch mal mit Mango ausprobieren. Und dann schneide ich auch die Papaya in schöne Streifen. Und für die Soße, die reinkommt, machen wir eine richtig schöne Joghurt-Limettensoße. Super simpel das Ganze. Alles, was ihr braucht, ist eben der Joghurt oder Creme Fraiche. Den Saft von einer halben Limette. Und wenn ihr eine Bio-Limette habt, dann könnt ihr auch die Schale rein raspeln. Dann kommen noch Pfeffer und Salz rein und dann wird das Ganze einmal kurz verrührt und schon ist der Dip fertig. Und jetzt ist es an der Zeit, nach unseren gebackenen Avocados zu schauen. 15 Minuten sind vorbei, also müssten sie fertig sein. Ich habe den Ofen jetzt wieder ausgemacht, aber die Restwärme, die benutze ich noch für die Wraps, denn die werden dadurch deutlich weicher und nochmal aromatischer, wenn man sie so ja, eine Minute ungefähr in den Ofen legt. Also rein damit! Auf den Wrap gebe ich jetzt den Joghurt-Limetten-Dip, den wir gerade angerührt haben. Dann etwas von der gebackenen Avocado. Als nächstes kommt der Koriander drüber. Den zerzupfe ich einfach nur ganz kurz in meiner Hand. Also ganz, ganz grob. Ihr könnt ihn natürlich auch feiner hacken, wenn ihr ihn feiner haben wollt. Aber ich finde, so ein paar Korianderstücke im Wrap tun immer ganz gut. Dann noch ein paar Sesamkörner drüber. Und der Wrap ist fertig. Jetzt muss der Wrap nur noch gerollt werden. Und wie das geht, zeige ich euch auch kurz. Ihr nehmt einfach den Wrap ganz unten, schlagt ihn einmal um. Nehmt die Seite, klappt sie komplett rüber, über den Inhalt und nehmt dann, fahrt dann mit euren Fingern bzw. eurer Hand hier so rein, sodass wirklich das Essen, dass der Inhalt des Wraps umschlungen ist. So, und dann rollt ihr ihn einfach so zu Ende. Und so habt ihr einen wunderbaren Wrap, der vor allem unten zu ist. Da fällt nichts raus. Und jetzt ist es soweit, der Moment der Wahrheit. Ich werde probieren. Ein super interessanter Mix aus der fruchtigen Süße von der Papaya und der leicht herben, diesem leicht herben Geschmack, den die Avocado angenommen hat. Denn die Avocado, die schmeckt jetzt aus dem Ofen wirklich komplett anders, als sie so frisch schmeckt.
Sie schmeckt ein bisschen weniger frisch, aber hat dafür sehr interessante Aromen entwickelt, wo ich gar nicht wusste, dass ein Avocado so schmecken kann. Ich weiß nicht, ob man es hört. Richtig knusprig. Ich finde, da gehört noch ein bisschen Limettensaft drüber. Vor allem frisch ist es nochmal anders, als wenn er nur in dem Dip drin ist. Ich finde, frisch hat er einfach nochmal diese leckere Säure und diesen leichten Kick. Der darf einfach nicht fehlen, finde ich, bei Wraps. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall ein Erlebnis, eine Avocado mal in den Ofen zu schieben und zu backen. Da kommen Geschmacksarten raus, die man gar nicht kennt. Sehr cool, sehr lecker. Mache ich auf jeden Fall irgendwann nochmal. Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid, dann könnt ihr das Rezept natürlich auch gerne nachmachen. Die Zutaten und die Mengenangaben findet ihr alle nochmal in der Infobox. Schreibt mir gerne, wie es euch geschmeckt hat und was ihr davon haltet, Papaya in einen Wrap zu werfen. Sehr exotisch, aber ich sag's euch, man sollte es mal auch probiert haben. Sehr, sehr lecker. Nächsten Mittwoch sehe ich euch dann wieder mit einem neuen Rezept. Abonniert mich gerne, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Ich würde mich super drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, guten Hunger und ciao!